Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wir wollen heute hier ein bisschen weitermachen. Und zwar bin ich hier hinten, wo wir jetzt ein bisschen Öl fördern wollen. So, deshalb will ich eine Ölpumpe bauen. Und zwar genau dahin, denn das sieht doch super aus. Stellen das mal bitte so hin. Kommt das Ganze nämlich weiter hier rüber. Und wir können dann hier oben Organisation, nee, Logistik, Hype, stellen wir hier hin. Okay. Da unten der Kollege, der wird uns gleich wieder beschießen wollen. Und ja, wir machen erstmal ein Rohr daran. Und dann haben wir natürlich eine Pumpe. Die ist. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man zu nah dran steht. Dann sieht man nicht, wie weit der hochkommt. Okay, das sollte eigentlich reichen. Zack. So. Der Kollege pumpt jetzt nach oben. Ich habe hier vorne auch schon ein bisschen vorbereitet, dass wir hier nicht noch alles neu machen müssen und uns das ganze Zeug selber ranholen. Hier wird alles frei Haus geliefert schon. Im Sinne von Strom und ja. Genau. Dann kommt hier oben jetzt Produktion. Eine Raffinerie. Stellen wir dahin. So, wir brauchen Gummi. Gummi wird daraus hergestellt und das da müssen wir dann wieder irgendwohin ableiten. So, das heißt, wir können hier davor Logistik. Von den Dingern bauen, da kommt er hoch. Dann geht er hier so. Hier so. Reicht das mal? Wir wollen ja erstmal bloß in Anführungsstrichen die Produktion hier erstmal ankurbeln und gucken, ob das so läuft. Ich bin nicht zu nah dran, hä? Rein. Nee, es funktioniert. Okay, dann schließen wir den Kollegen mal an und stellen auch hier oben so ein Ding ran. Okay, der produziert jetzt Gummi und dieses lustige Zeug. Und zwar werden wir jetzt hier hin dieses lustige Zeug. Holen wir uns mal ein bisschen hier hinter. So. Rohrleitung dran. Und den hier, den schicken wir hier davor drunter lang. Und zwar haben wir da einen Fusionator, der da rausgeht. Und zwar so. Hey, das sieht doof aus. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Das gefällt mir dann schon mehr. So. Und zwar geht das Ganze dann bis hier vor. Aber hier machen wir erstmal direkt so ein Ding. Zack. Hier geht es dann nach vorne und zwar sagen wir mal da und auf dem Weißen stehen kann es. Ja, jetzt ist das Zweite. Und so, genau.
Und zwar müssen wir dann noch hier vor. Und holen uns dann einfach das Förderband, schließen das Ganze hier an. Hier um die Ecke. Und dann liegt auf dem unteren Förderband Gummi. So. Und das geht jetzt hier rüber. Und zwar haben wir jetzt hier hinten die Stackable Pipe. So und so. Verbinden das Ding. Ersetzt das natürlich nicht. Wir müssen jetzt hier erst noch eine Rohrkreuzung einbauen. Und zwar da. Okay. Der macht nichts, weil er kriegt kein Öl. Ach, er kriegt kein Öl, weil es schwierig für ihn. Nein. So. Jetzt gibt das Öl. Okay. Gut. Unser Problem ist ja nun, dass wir hier hinten diese lustigen Rückstände kriegen. Was machen wir aus dem? Bauen wir uns mal ganz kurz hier hin. Eine Raffinerie. Haben wir hier irgendwas Sinnvolles, was wir daraus kriegen, was wir jetzt auch brauchen können? So, wir haben diese lustigen Rückstände. Wir können mit Rohrkoks draus machen. Ja. Und wir können Treibstoff draus machen. Na, ich denke, das wird's doch werden. Wir machen hier Treibstoff draus. Und können wir damit noch irgendwas anderes Sinnvolles machen? Nö, ich denke nicht. Gut, ich denke, das war's. Wird's dann werden. Halt, das wollte ich nicht. Der weg. So, das muss reichen. Und jetzt kommt hier hinten dran eine Raffinerie. Stellen wir es mal hier drunter. Kann ich wieder nicht so genau. Oh, das muss reichen. Logistik. Wir schließen an den da. Du stellst bitte her Resttreibstoff. Und wir brauchen natürlich noch Strom hier hinten. Nicht genügend Freiraum, das geht von dahin. So, der dran. Gut, das Ganze würde jetzt funktionieren, wenn wir das hier noch wegkriegen. Aber da gehen uns jetzt gleich die Materialien aus. Okay. Das heißt, wir benötigen hier jetzt erstmal ein bisschen Beton und wahrscheinlich auch noch ein paar Kupferrohre. Also diese Kupferplatten. Und dann werden wir hier hinten wohl noch ein kleines, eventuell ein Kraftwerk oder direkt auch das Zeug nach vorne leiten und hier vorne eine Produktion an, ja, mal gucken, was wir daraus machen. Also, dass wir vorrangig vielleicht Treibstoff für das Jetpack erstellen und nachgelagert dann vielleicht ein paar
Kraftwerk betreiben. Was auch immer das war. Okay, wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Haben wir sonst noch was? Ich denke nicht. Ich hoffe nicht. Gut, auf geht er. Wie sieht es eigentlich mit Eisen und Eisenstangen aus? Ich denke, da werden wir noch was mitnehmen. Weil das reicht momentan nicht. Ganz kurz hier schauen. Für die Gewehrpatronen brauchen wir Gummi. Alles klar. Die Dinger stellen wir her. Das wird hier hinten auch schon produziert. Wir stellen, glaube ich, nur den Stahl her. Aber das geht dann relativ zügig daraus. Es fehlt noch der Gummi und dann gehen wir noch die paar Sachen herstellen. Hier. 1, 2. 1. Den zurück. Und den noch mit rein. Passt. Gut, auf geht er. Und beim Hintergehen werden wir schon direkt mal die Leitung nach hier vorne legen, beziehungsweise vielleicht schauen wir auch ganz einfach mal, ob es da hinten Eisen gibt. Weil ich glaube, diesen Treibstoff kann man auch, da braucht man bloß Eisen dafür, um den zu verpacken. Aber das können wir uns gleich nochmal anschauen. Ansonsten pumpen wir es einfach nach hier vorne und dann wird hier vorne verpackt. Na, da oben ist auch noch irgendein Feld. So, haben wir hier hinten Eisenerz. Bing. Die Eisen ist schon mal nicht, was da oben ist. Okay. Wir werden das Ganze nach vorne transportieren müssen. Das heißt, wir brauchen hier überall eine Pipe. Können wir, während wir hier hinterrennen, schon mal setzen. Gut. Und zwar müsste die Pipe ja dann theoretisch ab hier losgehen. Zack. Nein, du nicht. Und du auch nicht. Weil hier kommt erstmal ein Maler noch drauf. Und dann halt. Und jetzt die Stackable Pipe drauf. Genau. So, und zwar werden wir dann hier hinten jetzt noch ein paar Tanks herstellen. Organisation. Ja, die brauchen wieder diese schweren Rahmen. Ich denke, wir werden mal 2400, 400. Ach, was soll der Geiz? Wir stellen jetzt so ein Ding hier hin. Hier ist okay. Machen wir das Ganze so. Wir stellen jetzt so einen großen Flüssigkeitsspeicher hier hin. Ich denke, da reicht auch vorerst einer. So, jetzt Logistik. Rohre.
blubbidiblub. Geht raus und bis dahin und geht dann da rein. Okay. Der Kollege produziert jetzt. Das heißt, hier sollte jetzt auch theoretisch Gummi rauskommen. Wenn wir den natürlich anschließen. So. Okay. Und da wir ja nicht geizig sind, setzen wir hinten direkt noch einen daneben. Beziehungsweise wird der sein. Ja, das wird er los. Produktion, eine Raffinerie. Dahin. Dann haben wir Logistik, die Pipe. Dahin. Oh. Dahin. Und der da. Dahin. Okay, du stellst hier ein Gummi. Und du wirst angeschlossen an diese Stelle. Kommt rein. Hinten machen wir das Ganze genauso. Einmal die Pipe. Hier auf die Höhe. Dortens. Hier hinten kommt ein Merger dran. Dann halten wir das bitte. Der Fusionator natürlich. Und zack. Wir wollen natürlich das jetzt natürlich auch nicht richtig. Natürlich wieder auf der verkehrten Stelle gesnappt. Nochmal. Ach. So, jetzt aber. So, und zwar kommt jetzt direkt hier vors Förderband der Kollege. Irgendwann. So, auf das Ding. Nein, so, jetzt. Kommt oben wieder erstmal noch ein Röhrlein. Hier hoch. Hier vorne kommt jetzt die Kreuzung hin. Zack. Und wir machen hier die Pipe. So. Der produziert jetzt fröhlich. Das sieht ganz gut aus. Das ist in Ordnung. Der produziert fröhlich. Füllt uns das Ding hier voll. Und hier wird jetzt eine Pumpe fehlen. Genau. Dann geht nämlich einer hier hin, schließt den an. Also momentan ist es noch so gering, was hier drin ist. Ernsthaft. Okay.
Dann machen wir das alles nochmal weg. Und zwar stellen wir das dann ein weiterhin. Die Pipe oben drauf und dann gucken wir mal, ob das passt. Ding nach Ding. Okay. Ja, ich weiß, den hier oben bräuchte ich noch nicht anschließen, aber besser man hat, als man hätte. Und jetzt noch das Rohr. Und die Pumpe pumpt. Okay, der ist schon offen. Okay, dann ziehen wir jetzt die Röhre mal fröhlich nach da vorne. Man tut gar nichts und wird direkt verschlossen. Ich will doch nur spielen. Okay, und hier müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder die Pipe testen. Ich hoffe mal, dass der, ja, der passt. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das da vorne wieder nicht passt. Naja, schauen wir mal. Gehen das erstmal hier vor und setzen überall die Dinger drauf. So. Dort wieder einer. Wer zur Hölle war das denn? Okay, mir stellt sich jetzt die Frage, wie kam das Vieh da hoch? Unglaublich. Bist Viecher. Weil ich nämlich der Meinung bin, hier rum werden wir bestimmt nicht kommen. Ja. Dann werden wir da direkt. So und so. Okay. Dann Stackable Pipe. Drauf und drauf und drauf. So. Und zwar haben wir jetzt hier. Das und aufs nächste. Kommt jetzt nämlich das Ding drauf. Okay. Und zwar werden wir jetzt bis hier vorgehen, oder? Ja, ich denke. Wir gehen nochmal bis hier hin. Der nächste ist der Kollege da. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir das Rohr so steil legen können. Yep, das geht. Allerdings werden wir hier natürlich dann eine Pumpe einsetzen dürfen. Zack. So, haben wir irgendwo die Strömlinge liegen. Gut.
Und dann machen wir nämlich hier oben drauf noch ein Stackable. Und hier hinten. Und sagen dann, alles klar, ein Rohr von dort nach dort, von dort nach dort. Und wir fangen an, den ganzen Spaß hier noch nach hinten zu legen. Und ja, eigentlich wollten wir nur den Gummi nach hier vorne ziehen. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie das läuft. Man will ein was bauen und hat 5 neue Sachen, die man berücksichtigen muss. So. Aber ich hoffe auch, dass es das dann bald war. So. Okay, hier ist ein bisschen was drinne, dolle ist nicht. Und Gummi liegt schon auf dem Förderband. Alles klar. Na, wenn ich das so sehe und die Zeit, sieht das doch so aus, als ob wir heute wenigstens noch die Munition automatisiert kriegen. Und das wäre wiederum doch super. Wir müssen daher auch irgendwann mal noch hier unten lang gehen und die ganzen Bäume wegmachen. Weil ich muss schon sagen, die nerven mich ein bisschen. So, na denn. Wir kommen jetzt hier runter. So, und würden dann einmal und vorne her. Krummel. So. Okay, prinzipiell könnten wir den Gummi jetzt bis hier hinterliefern. Der kriegt alles, der stellt die Beacons her. Das heißt, wir brauchen jetzt hier, der wird beladen da hinten mit Stahl. Wir brauchen jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch Stahlrohre. Gewehrpatronen, genau, Stahlrohre. Ich würde mal ganz kurz gucken. Einen Fabrikator, da fehlt mir die Plastik. Aber die sollten wir hier vorne noch haben. Entweder in den Kisten. Genau. Der Fabrikator. Munition. Du brauchst 30 pro Minute und 3 Signalisatoren pro Minute. So, der bringt das Doppelte. Okay, ich will bloß eine Produktion hier hinten hinstellen. Also brauche ich 30 Stahlrohre pro Minute. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Konstruktor. Der uns
Stahlrohre machen. Der bringt 20, also brauchen wir noch einen zweiten. So. Wir haben jetzt hier einen Splitter davor. Und hier geht schön das Förderband rein. So, du weißt, was du herstellen sollst. Du weißt es jetzt auch. Und ihr braucht dann nur noch ein bisschen Strom. Gut. Die sind angebunden und wir würden jetzt einfach mal vom rechten hier rauskommen. So. Ja, recht ist weit genug, ja. Und wir gehen dann da rein. So, Stahl kommt. Geht hier rein. Und hier hinten haben wir jetzt den Fusionator. Geht da raus. Hier rein. Und hier rein. So, wir kommen hier raus. Wir machen jetzt hinten noch ein bisschen Fundamente dran. Hier muss es ja gar nicht sein. Und zwar so. Und stellen jetzt hier hinten, na komm, hör auf zu wackeln. Produktion, den Fabrikator her. So. Ja, ich weiß es, wie es ist wieder maximal übertrieben. Munition. Ist das clever? Jetzt bloß mal so als rein hypothetische Frage. Cool, na doch, wir kriegen das Zeug eventuell von hier hinten. Und würden es dann nach hier vorne. Okay, das ist nicht klar. Würde die Signalisatoren einstecken. Dann kommt nämlich der Fabrikator so hin. Okay. Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen hiervon. Oh ne, eigentlich brauchen wir den gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur hier drauf noch einen. Dort. Dort. Vorne. Hier. Und da, da, und dortens, und dortens. Da kommt noch einer drauf. Und da kommt noch einer drauf. So. Wenn jetzt der Zug kommt, müssen wir mal gucken, wo wir hier was ausladen wollen.
Und zwar fährt der Zug immer so rein. Also werden wir wahrscheinlich hier vorne ausladen. Können wir hier schon mal die Dinger noch draufsetzen. Und ich glaube, wir brauchen dann auch demnächst wieder Aluminium. So, da kommt er. Jetzt halten wir den Kollegen mal kurz an. So, Autopilot deaktiviert. Okay, hier ist das drinne. Bisschen verwundert mich, warum hier kein Schwarzpulver kommt. Zeitplan, Lokomotive, Pilot aktiviert. Wir fahren mal mit. Weil theoretisch sollte ja eigentlich hier Schwarzpulver ankommen. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, warum das nicht der Fall ist. Okay, der belebt noch einmal. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir hier das Ganze ein bisschen optimiert kriegen. So, okay. Wir haben Caterium dabei, wir haben diese komischen Schaltkreise dabei. Wir donnern zurück. Und eigentlich sollte ja vorne dann das Schwarzpulver eingeladen werden. Oder habe ich mich da vertan und habe es doch gar nicht gemacht? Na, das werden wir uns gleich jetzt mal angucken. Weil Gummi liegt da, wenn wir vorne sind, und der nächste Platz im Inventar. Ich kann nicht nachgucken. Können wir natürlich auch gleich noch ein bisschen Alu mitnehmen. Damit wir auch wirklich, aber eigentlich soll das reichen. Gucken jetzt nur, warum das nicht passt und fahren wieder hinter. So, das ist der dritte. Warum auch immer er mal nach der Erdenseite aussteigt. Okay, das Ding ist so gut wie voll. Okay, wir sollen B laden hier. Ah, okay, das war die ganze Zeit verkehrt rum. Gut, also ist das dritte Terminal. Das, was uns dann das Schwarzpulver bringt. Alles klar. Dann bauen wir ihn. Das ist das dritte Terminal.
käme dann hier hinten dran das Terminal für genau die Frachtplattform. So. Und wir entladen hier. Hier tun wir es auf den Zug drauf, hier nehmen wir es runter. Gut. Das heißt, wir haben hier jetzt den Ausgang. Auf die Linie. 1, 2, 3. Hier auf das Weiße. 1, 2, 3 und 4. Okay. Das da ran. Der geht da hoch. Der geht hier vor. Und der geht da. Alles klar. Dann ziehen wir das Ganze noch bis hinter. Das sollte jetzt nun nicht so schwierig sein. Und schließen das da. Okay, jetzt kann man fragen, warum schließe ich das jetzt da? Da komme ich ja gar nicht weiter. Nun, wir hängen hier davor einfach einen Splitter. Dann kommt hier ran Logistik, der Förderlift. Der kommt bis auf Bodenniveau, also dorthin. Und dann kommt das Ding. Dann kommt Rechner. Jetzt ziehen wir hier vor. Ziehen ihn hier rüber. Rein. Zoller. Und wieder dorthin. Und dann dort rein. Der geht dort rein. Den hier ziehen wir hier vor. Hier um die Ecke. Okay, jetzt müssen wir bloß noch das ganze Gummizeugs von da vorne hier hinterholen. Ich würde sagen, das legen wir einfach. Legen wir das hier drauf, weil hier ist dann so viel Platz verschwendet. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier mal einfach durch. Und da sehen wir uns, geht gleich wieder der Eisen aus, also die normalen Eisenplatten. Aber ich denke, damit können wir umgehen. So. Okay. Und der kommt da so hin. Und zwar haben wir jetzt hier hinten wieder diesen Förderlift. Der kommt an den unteren ran. Nicht so. Dann haben wir den da. Und hier kommt jetzt das Gummi. Gut. Okay, jetzt brauchen wir hier natürlich wieder erstmal die Dinger. 1, 2, 3.
Ah, jetzt sind die Eisenplatten natürlich völlig leer. Nehmen wir uns wieder welche mit. Und gehen hier vor. Bis hier hin. Und dann kommt hier oben fröhlich das Förderband drauf. So. So. Gut. Damit hätten wir dann bis auf unsere Box, die wir noch zum Einlagern brauchen, die Munitionsversorgung erstmal sichergestellt. Töpf. Genau, jetzt ist hier auch das Schwarzpulver schon da. Das ist doch super. So soll es sein. Du stellst her Gewehrpatronen. Gut. Alles klärchen. Und hier hinten dran kommt jetzt ein Container. Produktion. Nee, halt. Organisation ist das ja. Und auf geht er. So. Der produziert jetzt 15 Teile pro Minute. Na, das ist doch schön. Ich denke auch, dass das erstmal reicht, weil, wie gesagt, so viel brauchen wir ja nun doch nicht von dem Zeug. So, dann nehmen wir den Gummi mit. Das geht uns nämlich langsam aus. Zack. Dann laden wir da doch mal durch. Sehr gut. Okay. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier vorne Produktion. Ich würde mal ganz kurz schätzen, dass es der Constructor ist. Wir gucken bloß mal ganz fix. Leere Kanister. Ah, alles klar. Leere Kanister brauchen... hätte ich es doch gewusst. Gut, leere Kanister brauchen Plastik, um gebaut zu werden. Das heißt, wir müssen da hinten noch eine Plastikproduktion hinstellen. So, haben wir alles für eine Raffinerie? Haben wir. Und für diverse Rohre, denke ich, wird es auch noch ein bisschen reichen, oder? Naja, so viel, na doch. Reicht uns. Okay. Aber das Thema Kanister und Treibstoff für das Jetpack kriegen wir dann beim nächsten Mal. Für die Folge bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Horrido und auf Wiedersehen.